Der Auerhahns Dierenpark im niederländischen Rhenen hält große Pandas. Und viel mehr braucht's vermutlich gar nicht, um schon deutlich zu machen, dass sich ein Besuch hier doch vielleicht lohnen könnte. Doch auch darüber hinaus ist der Tierbestand hier wirklich wahnsinnig spannend und gleichzeitig sticht der Zoo auch mit einigen ungewöhnlichen Entscheidungen in der Gehegearchitektur hervor. Soll heißen, Auerhahns Dierenpark ist ein äußerst interessanter Park und entsprechend freue ich mich sehr, ihn euch heute einmal ganz genau vorzustellen, zumal bei unserem Besuch auch gerade eine sehr spannende neue Anlage fertig war. Doch bevor wir loslegen, würde mich zunächst einmal interessieren, welcher Zoo in den Niederlanden ist euer persönlicher Favorit? Schreibt's mir in die Kommentare und damit dann auf nach Rhenen, das zwischen Utrecht und Nijmegen liegt, also gar nicht so weit von der deutschen Grenze entfernt. Und als ich hier angekommen bin, habe ich direkt festgestellt, bereits der Eingangsbereich ist sehr spannend gestaltet. Denn schon auf dem Platz vor dem Eingang liegt zentral ein Becken, in dem Koi-Karpfen schwimmen und an der Seite ist eine Voliere mit Goldfasanen und auf der anderen Seite leben die Katas, die sich uns aber leider nicht gezeigt haben. Hinter dem Eingang liegt dann ein weiterer, diesmal runder Platz, an dem sich einige Volieren reihen. Hier leben Doppelhornvögel, Javarinozeros-Hornvögel, Runzelhornvögel, Forschenhornvögel, Helmhornvögel und Feuerhornvögel. Also das sind 6 Hornvogelarten. Die meisten Zoos halten, wenn überhaupt, eine. Und bei Feuerhornvögeln habe ich euch erst letztens erzählt, wie selten man die findet. Aber auch die Helmhornvögel gibt es in ganz Europa nur 4-mal in Zoos zu sehen. Ich als erklärter Hornvogelfan bin also direkt absolut begeistert worden. Allerdings muss ich auch sagen, wenn man auf derselben Fläche nur 2 oder gar nur eine Art halten würde, dann wäre das hier mal eine wirklich herausragend gute Haltung. So ist sie immer noch nicht schlecht, vor allen Dingen, weil die Volieren sehr hoch sind, aber eben teilweise nicht besonders breit. Und während Hornvögel andernorts nur drinnen gehalten werden, ist hier eben dann die Frage, wie sehen die nicht einsehbaren Innenanlagen aus? Wenn man von hier aus dem Rundweg folgt, geht es als erstes in Richtung der Giraffen, wobei davor noch eine Voliere mit Kronenkranichen liegt. An der vorbei kann man auch in den Giraffenstall schauen, der leider weit davon entfernt ist, eine große moderne Laufhalle zu sein. Entsprechend wird hier gerade auch nicht gezüchtet, es leben hier 2 Giraffenbullen zusammen. Auf ihrer Außenanlage kann man sie von einem erhöhten Weg aus beobachten, sodass man mit ihnen auf Augenhöhe ist, wenn sie für frisch aufgehangene Äste herankommen. Hier habe ich dann auch die Mitbewohner der Giraffen gesehen, die Mendes-Antilopen oder auch Adak genannt. Zudem kann aber auch das daneben gelegene Zebragehege mit dieser Anlage verbunden werden. Nicht ganz stimmig ist hier, dass dieser Bereich zwar insgesamt sehr afrikanisch gestaltet wurde und hier mit Warzenschweinen oder Erdmännchen auch einige weitere afrikanische Tiere leben, aber gegenüber der Giraffen liegt die Tigeranlage. Zu der und ihrer Besonderheit kommen wir aber erst später. Stattdessen werfen wir zunächst einen Blick auf das Löwengehege, das mir in seiner Gestaltung und auch mit den Einsichtmöglichkeiten eigentlich sehr gut gefällt, auch wenn der breite Wassergraben vielleicht doch etwas viel Fläche in Anspruch nimmt. Aber dem ist es zu verdanken, dass es hier trotz Abwesenheit der Löwen etwas zu sehen gab, nämlich einen Reiher, der sich hier mal ordentlich am Buffet gegönnt hat. Weniger überzeugt hat mich die Anlage der Mandrills, die zwar nicht schrecklich ist, aber weder in Sachen Optik noch Tierhaltung so wirklich zu überzeugen weiß. Und die Bongos dahinter leben auch in einer recht engen Anlage, die mir auch nicht wirklich gefallen wollte, auch nicht mit den Einsichtmöglichkeiten. Von hier aus führt der Weg nun erstmal unter die große Geiervoliere in das Aquarium. Ein relativ altbacken wirkendes Aquarium, das so einen leichten Bunkerflair hat. Einige der Aquarien sind trotzdem ganz nett gestaltet, aber so richtig vom Hocker gehauen hat mich nichts. Am ehesten vielleicht das recht geräumige Becken der Zitterale, die auch einfach eine sehr spannende Art sind.
Ansonsten findet man hier vorrangig Aquarienklassiker wie natürlich Piranhas, Rotfeuerfische und natürlich die üblichen Korallenbewohner, wie hier etwa ein süßer Langohr-Kofferfisch. Aber auch einen Kurzschwanz-Ammenhai findet ihr hier. Der lebt hier im größten Becken, das gleichzeitig aber auch irgendwie recht karg eingerichtet wirkt. Also insgesamt leider einfach kein tolles Aquarium, aber dass es unter einer Geiervoliere liegt, das ist schon wieder sehr spannend. Und hinter dem Aquarium kommt man dann eben auch genau in diese Voliere rein, wobei ihr schon seht, es gibt immer noch eine Barriere zu den Tieren. Und dennoch hatte ich hier vor allen Dingen einen guten Blick auf die Mönchsgeier, aber auch die Königsgeier konnte ich entdecken. Außerdem leben hier unter anderem auch noch Rotmilane und Weißnackenkraniche in einer wirklich sehr schönen, großen, gut gestalteten Voliere, die mir deutlich besser gefällt als das Aquarium. Und auch das Gehege der Nebelpader wusste mich zu überzeugen, zum einen durch das Platzangebot und auch durch die Einrichtung und die natürliche Gestaltung. Außerdem seht ihr hier ja schon, dass der Nebelpader die Vertikalität seiner Anlage auch definitiv nutzt. Ganz ähnlich ist es auch bei den Buntmadern, die allerdings eine etwas kleinere Anlage bewohnen. Hier gibt es links allerdings auch noch eine nicht besetzte Anlage, die vielleicht auch noch für sie eingerichtet wird. So oder so waren die aktiven Buntmarder für mich auf jeden Fall eines der kleinen Highlights des Besuchs. Es folgt eine klassische, aber immer noch recht ansehnliche Gibboninsel, auf der einer der Weißhandgibbons auch sein akrobatisches Können unter Beweis stellte. Und dann geht es auf nach Pandasia. Und wie es dieser unkreative Name schon vermuten lässt, hier findet man die großen Pandas, die 2017 in Rhenen eingezogen sind. Ihre beiden Außengehege sind auch wirklich gut angelegt und eingerichtet, aber ins Auge fällt hier natürlich vor allem Dingen dieses pompöse Pagodendesign. Ich persönlich mag es und empfinde es als sehr gelungen, allerdings bilden die Innenanlagen dann doch einen starken Kontrast. Auch die sind für die Pandas selbst durchaus gut angelegt und dürften auch etwas großflächiger sein als etwa in Berlin, aber mir gefällt nicht, dass man hier nur auf die Tiere runterschauen kann. So entsteht fast schon der Eindruck einer alten Bärengrube, was den meisten Leuten sicherlich aber vollkommen egal sein wird, die freuen sich einfach Pandas zu sehen. Also was soll's, wenn ich persönlich zum Beispiel auch die Wandmalereien eher kitschig finde. Alles in allem hat mich der Innenbereich sehr an die Panda-Haltung in Buval erinnert, wobei die Einrichtung für die Tiere hier in Rhenen deutlich besser ist, alleine schon mit den vielen Kletterplattformen. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, die meiste Zeit tun Pandas halt das, was sie auch hier gemacht haben, Bambus fressen und schlafen. Und damit gute Nacht, denn neben dem Panda-Gehege liegt fast schon versteckt ein kleines Nachttierhaus. Das solltet ihr nicht verpassen, denn hier könnt ihr mit etwas Glück einen Blick auf einen süßen Zwergplumplori werfen. Neben den großen gibt es hier außerdem auch noch die kleinen bzw. roten Pandas zu sehen. An denen vorbei es dann auf so eine Art Marktplatz geht, wobei die Häuser hier so künstlich wirken, dass ich mich eher wie in einem Freizeitpark gefühlt habe. In die Häuser eingebettet findet man aber schon ganz viele Informationen zu europäischen Braunbären, denn von hier aus geht es dann auf einen Hochpfad, der durch den Braunbärenwald führt. Und von hier oben ist dann unschwer zu erkennen, dass das Areal wirklich groß ist. Insgesamt erstreckt sich die Anlage über 2 Hektar, kann allerdings unterhalb des Hochpfads auch in 2 Bereiche abgetrennt werden. Die hier lebenden Bären können mitunter immer noch Verhaltensauffälligkeiten zeigen, da sie aus schlechten Haltungen gerettet wurden. Hier leben sie jetzt zum Glück aber nicht nur in einem sehr großen Gehege, sondern auch einem Bereich, der ihrer natürlichen Lebensumgebung nachempfunden wurde und das ihr natürliches Verhalten stimulieren soll. Doch die Braunbären leben hier nicht alleine, sondern vergesellschaftet mit Wölfen, was wohl auch aufgrund der Größe der Anlage hier gut zu funktionieren scheint. Für Kinder bietet der Bärenwald außerdem auch noch eine gehörige Prise Abenteuer und auch sonst ist die Besuchererfahrung wirklich gelungen. Gerade weil man hinter dem Hochpfad dann auch noch die Gelegenheit bekommt, den Bären und Wölfen auf dem Boden zu begegnen.
Hinter dem Bärenwald geht es dann direkt weiter mit den Elefanten. Genauer gesagt schauen wir erst einmal in das schon von außen recht ungewöhnlich gestaltete Haus. Hier blickt man durch Glasscheiben direkt in einige der Elefantenboxen. Das ist erneut recht ungewöhnlich und vielleicht ist es genau deshalb durchaus auch ein Erlebnis, die Tiere hier hautnah beobachten zu können. Aber ich bevorzuge bei Elefanten dann doch eher anders gestaltete Innenanlagen und Einsichtmöglichkeiten. Und für die Tiere wäre es ja auch besser, wenn es neben den Boxen noch eine große Laufhalle geben würde. Aber immerhin kann man erkennen, dass hier in der Mitte der Boxen zumindest ein kleiner Freilaufbereich ist. Auch die Außengehege für die Herde und den Bullen sind jetzt nicht übermäßig riesig. Insgesamt sollen es aber über 5000 Quadratmeter Wohnfläche sein. Und das ist zumindest für die Mitbewohner der afrikanischen Elefanten durchaus überdurchschnittlich viel Platz. Denn das ist eben das Besondere an dieser Elefantenhaltung. Sie leben hier vergesellschaftet mit Pinselohrschweinen, die auch einen kleinen separierten Bereich haben, in den sie sich zurückziehen können. Vom Elefantenhaus aus geht der Weg dann weiter an einigen Volieren vorbei, wobei vor allen Dingen die Sattelstörche durchaus ein bemerkenswerter Besatz sind. Gegenüber kommen wir jetzt auch noch zu den Malaienbären, die dritte von insgesamt 4 Großbärenarten hier. Und auch ihr Gehege ist überdurchschnittlich groß, sehr naturnah gestaltet und gut eingerichtet. Und zumindest in diesem Baum hier können die Tiere auch hochklettern. Es gibt hier übrigens nur eine Einsicht und das Gehege ist auf dem Plan gar nicht verzeichnet. Ich dachte deshalb kurz, das Gehege wäre nur ein Provisorium, aber die Malaienbären sind hier schon seit einigen Jahren. Ganz neu ist hingegen Koalia. Hier standen die Leute buchstäblich Schlange, um einen Blick auf die allerersten Koalas in den Niederlanden zu werfen. Schon der Außenbereich, in dem die Koalas auch Außengehege haben, ist thematisch sehr schön passend gestaltet und durch eine Aborigine-Höhle führt der Weg dann in das Koala-Haus. Hier kann man die neuen Besucherlieblinge durch große Glasscheiben in ihren Innenanlagen beobachten und ich habe hier dann auch tatsächlich mal wieder einen aktiven Koala sehen dürfen. Doch auch wenn die Gehege der Koalas selbst durchaus gut gestaltet sind, so richtig besticht das Haus durch seinen 170 Quadratmeter großen Hofgarten. Hier werden inzwischen vielleicht sogar schon die Schmetterlinge umherflattern, die bei unserem Besuch noch nicht eingezogen waren. Aber immerhin die süßen Parma-Wallabies waren genau wie die Koalas eben schon zu sehen. Insgesamt wirklich ein tolles, neues, modernes Koala-Haus, das zugegebenermaßen vor allen Dingen durch das Drumherum für mich auch die bislang schönste Koala-Haltung ist, die ich gesehen habe. Weniger überzeugt hat mich die Haltung der Seelöwen, die neben diesem recht kleinen Becken auch noch eine Art Schwimmhalle zur Verfügung haben, in dem wir die Seelöwen-Show leider verpasst haben. Und jetzt zeige ich euch noch etwas wirklich Gruseliges, denn dieses Gehege, das inzwischen von Wollschweinen bewohnt wird, ist tatsächlich die alte Seelöwenanlage, also um es positiv zu formulieren, es ist immerhin schon mal besser geworden. Vorbei am Teich der Pelikane und der Flamingo-Voliere gehen wir nun einmal rum ums Koala-Haus und ich erzähle euch währenddessen zumindest ein bisschen von der spannenden Geschichte des Parks. Denn der Zoo, der 1932 von seinem Namensgeber Cor Overhans gegründet wurde, entstand tatsächlich aus einer Hühnerfarm. Also das ist auch mal was Neues. Und wie diese Bilder aus 1937 vielleicht schon erahnen lassen, war der Zoo ein voller Erfolg, ehe er dann bereits 1940 zu Beginn des Zweiten Weltkriegs fast vollständig zerstört wurde. Der Park blieb noch bis Ende des Jahrhunderts im Familienbesitz, war Ende der 90er aber quasi bankrott. Erst nachdem er 2000 vom Multimillionär Marcel Buchhorn gekauft wurde, ging es dank Investitionen in zahlreiche neue Gehege wieder bergauf. Aber zumindest auf den ersten Blick scheint es so, als wäre eine neue Eisbärenanlage noch nicht drin gewesen. Denn ja, diese stinkalte Eisbärenanlage ist ja offensichtlich nach wie vor bewohnt. Die beiden trennbaren Gehege sind zusammen nur etwas mehr als 500 Quadratmeter groß und entsprechen auch sonst natürlich nicht mehr dem, was wir von einer modernen Eisbärhaltung erwarten. Auf der anderen Seite des Stallgebäudes sieht die Welt aber schon ganz anders aus. Denn dieses Gehege ist mit rund 2300
400 Quadratmetern mehr als viermal so groß und allein die Wasserfläche ist mit 770 Quadratmetern auch schon größer als die gesamte alte Anlage. Hier kann man die Eisbären durch eine 12 Meter breite und 4 Meter hohe Glasfront wunderbar beim Schwimmen und Tauchen beobachten. Am anderen Ende des Geheges gibt es auch noch eine weitere Glaseinsicht, die etwas erhöht liegt, sodass man hier einen sehr guten Überblick über die Anlage bekommt. Und die macht mit natürlichem Grasboden, Bäumen, Baumstämmen und Felsen durchaus einen sehr soliden Eindruck. Und in Kombination mit der verbundenen alten Anlage ist das durchaus alles sehr spannend. Aber hier leben derzeit 4 Eisbären, laut Zootierliste 3 Weibchen und ein Männchen. Und wenn man eines dieser Tiere, also meistens das Männchen, trennen muss, dann lebt es eben hier. Und ich glaube, damit ist mein Hauptkritikpunkt an dieser Haltung wohl auch allen klar. Jenseits der neueren Anlage befindet sich auch diese grundsolide Humboldt-Pinguin-Anlage, die sich aber durch eine Sache wirklich auszeichnen kann. Diese Aussichtskuppel ist mal nicht nur für Kinder konzipiert. Jetzt müsste sie nur noch mal sauber gemacht werden. Von hier aus geht der Weg vorbei an der Außenanlage der Elefanten hin zum neuen Reich der Bonobos. Wie zuletzt im belgischen Plankendal, der ja auch das Zuchtbuch führt, lebt auch in Rhenen eine wirklich große Gruppe von Zwergschimpansen. Und ihr modernes Außengehege überzeugt nicht nur durch seine nutzbare Fläche von 3300 Quadratmetern, sondern auch mit den vielen tollen Klettermöglichkeiten, die zum Toben einladen. Das Außenareal kann genau wie die Innenanlage in 2 Bereiche unterteilt werden und ist für Besucher durch Glasscheiben oder über den Wassergraben einsehbar, der für mich natürlich wieder ein kleines Manko ist. Zudem spiegeln die Glasscheiben bei der Inneneinsicht trotz Sonnenschutz extrem und man schaut wieder herab in eine Grube. Gerade hier gilt aber eben, daraus entsteht auch eine gewisse Vertikalität, die für die Tiere sicherlich nicht schlecht ist. Oder noch deutlicher gesagt, die 450 Quadratmeter großen Innenanlagen sind für die Tiere in meinen Augen super, aber die Besuchererfahrung ist halt nicht ganz optimal. Bleibt noch zu erwähnen, dass hier kürzlich ein Bonobo aus seinem Gehege entkommen ist. Man weiß noch nicht genau wie. Hoffen wir mal, dass das nicht wie in Magdeburg dazu führt, dass das Gehege jetzt in den nächsten Jahren erstmal umgebaut werden muss. Jenseits der Bonobo-Anlage liegt dann ein Bauernhofbereich, der zwar jetzt nicht besonders riesig ist, aber sehr charmant gestaltet wurde. Nebenan steht eine große Halle mit einem riesigen Indoor-Spielplatz, der für Kinder sicherlich ein wahrer Traum ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, war er 2003 bei der Eröffnung sogar der größte Indoor-Spielplatz Europas. Aber hier werden auch Tiere gehalten. Zum einen gibt es Volieren mit Webervögeln und von der Deckentoko, die hier löblicherweise auch noch Außenvolieren zur Verfügung haben. Und auch die Präriehunde haben sowohl drinnen als natürlich auch draußen ein Gehege. Auf der anderen Seite der Halle leben die Totenkopfäffchen, die neben ihrer Innenanlage auch 2 Außenvolieren zur Verfügung haben, die über den Köpfen der Besucher miteinander verbunden sind. Hier befindet sich außerdem auch noch ein solides, aber unspektakuläres Rentiergehege, doch wir ziehen am anderen Ende der Halle weiter durch die Seehundvoliere. Ja, richtig gehört und ihr seht es ja auch schon, die Seehunde leben hier in einer Voliere. Das lässt vermuten, dass in dieser begehbaren Voliere eigentlich auch Vögel leben sollten und es gab auch ein Schild, das Kormorane ausgewiesen hat, aber ich habe hier keine Vögel gesehen. Sei es drum, für die Seehunde ist das hier jedenfalls eine sehr schöne, große Anlage, auch mit Naturboden, so wie ich das gerne sehe. Einzig und allein eine Unterwassereinsicht könnte man hier vermissen. Die altbackene Insel, auf der die Berberaffen leben, ist hingegen eine der schlechteren Haltungen im Park. Auf der Rückseite haben die Affen auch noch ein paar Käfige zur Verfügung, aber dennoch ist das hier gerade verglichen mit den vielen tollen Berberaffenanlagen, die es anderswo gibt, kein besonders schöner Anblick. Falls ihr es nicht sowieso mittlerweile schon längst wieder vergessen habt, fragt ihr euch vielleicht, was ich eingangs damit meinte, als ich sagte, dass die Gehegearchitektur hier teilweise sehr ungewöhnlich ist. Hier und da gab es vielleicht schon kleinere Beispiele dafür, aber der Rundgang will es so, dass die besten Beispiele jetzt alle zum Abschluss noch kommen. Wir befinden uns nun wieder an der alten Eisbärenanlage, wo gegenüber eine der ungewöhnlichsten Gorilla-Anlagen liegt, die ich jemals gesehen habe.
Ich meine, die meisten Gorilla-Anlagen sehen ziemlich ähnlich aus. Es ist eine hügelige Landschaft mit Kletterstrukturen drauf, alles hinter einem Wassergraben oder vielleicht sogar einem Trockengraben. Man arbeitet viel mit Kunstfelsen und ja, es sieht halt mehr oder weniger immer so aus, wie ihr das gerade auch seht. Und so sieht die Gorilla-Anlage in Rhenen aus. Durch Glasscheiben schauen wir hier auf eine Außenanlage, die mich vor allen Dingen durch ihre Vertikalität überrascht hat. Genau wie etwa auch in Köln leben die Gorillas hier vergesellschaftet mit Bärenstummelaffen, die in ganz Europa nur 11-mal gehalten werden. Und dass das für die hier eine klasse Anlage ist, das habe ich sofort geglaubt. Aber bei den Gorillas war ich skeptisch. Der Bodenbereich ist für die Tiere gut eingerichtet, aber nutzen die hier lebenden Junggesellen tatsächlich auch diese Plattform? Haben auch sie etwas von dieser Vertikalität? Wie ich später dann zum Glück mit eigenen Augen sehen konnte, lautet die Antwort ja. Und ich muss sagen, ich fand, es war schon ein verdammt cooler Anblick, so einen großen stattlichen Silberrücken hier über die Plattform steigen zu sehen. An der Seite des Geheges kann man durch ein großes Tor in eine Art künstlichen Minenschacht gehen, wo man auf der einen Seite auf zwei unterschiedlichen Ebenen weitere Einsichten in das Außengehege hat und auf der anderen Seite kann man ebenfalls auf zwei Ebenen in die Innenanlage schauen. Ihr seht, auch die ist wirklich sehr vertikal gestaltet und ja, eure Augen täuschen euch nicht, hier leben die Gorillas auch noch vergesellschaftet mit Erdmännchen. Das habe ich bislang auch noch nirgendwo sonst gesehen. Und ich denke, das unterstreicht nochmal, das ist eine sehr ungewöhnliche Gorilla-Haltung, aber weiß Gott keine schlechte. Und auch wenn die klassischen Kunstfelsen-Hügellandschaften vielleicht im traditionellen Sinne ansehnlicher sind, ich fand es sehr spannend, hier mal einen ganz anderen Ansatz zu sehen. Und mein einziger wirklicher Kritikpunkt ist, dass der Innenbereich für die Besucher gleichzeitig auch ein Spielplatz ist. Dadurch kann es hier extrem laut werden und man hat wenig Lust, sich hier länger aufzuhalten. Hinter der Gorilla-Anlage geht es vorbei an einer ersten Gittereinsicht zum Tigergehege. Unter diesem Durchlauf, der mir allerdings ein wenig klein für einen Tiger erscheint, geht es hier in einen Gang, der zwischen den beiden Tigergehegen hindurchführt. Wären hier Glasscheiben und keine Gitter eingesetzt, wäre der Effekt vielleicht nochmal etwas schöner, aber auch so ist das wieder ein ungewöhnlicher und spannender Ansatz. Und auch die Tigergehege selbst gefallen mir hier sehr gut. Zum einen hat auch das kleinere der beiden Gehege, denke ich, immer noch eine sehr annehmbare Größe. Und beim größeren Gehege, das wir ja schon von den Giraffen aus überblicken konnten, würde ich sogar so weit gehen und behaupten, das ist eines der besten Tigergehege, die ich kenne. Denn es überzeugt nicht nur mit seiner überdurchschnittlich großen Fläche, sondern auch mit der natürlichen Gestaltung, Struktur und Einrichtung. Wasserflächen, Baumstämme, mehrere Höhlen und so weiter. Das ist einfach eine Tigeranlage, wie ich sie gerne sehe. Hinter dem Gang zwischen den beiden Tigergehegen geht es dann in ein Gewächshaus, in dem Aldabra-Riesenschildkröten leben, die übrigens ca. 200 Kilogramm wiegen können. Dahinter kommen wir zu den Innenanlagen der Orang-Utans. Hier ist jetzt erstmal nichts weiter ungewöhnlich, das Ganze sieht aus wie ein typisches 80er Jahre Menschenaffenhaus, aber wartet einfach mal ab, bis ihr die Außenanlage seht. Dahinter geht das Haus im selben Stil weiter, hier leben etwa ziemlich gerupft aussehende Papageien, ein braun Glattstirnkaiman, ein grüner Leguan, Rotbauchtamarine oder die Goldkopflöwenäffchen, die sich fast erfolgreich vor mir versteckt hätten. Trotz des Alters hat auch dieser Bereich durchaus etwas zu bieten, aber es ist nicht der beste Bereich des Zoos und ich muss gestehen, es hat sich für mich von den Schildkröten bis zum Ende des Hauses durchaus ein wenig gezogen. Ich war also froh, als es durch diese große Voliere wieder nach draußen ging. Hier leben, wie ihr schon seht, unter anderem rote Sichler, aber ich glaube auch die Aras können hier raus. Und damit kommen wir zum letzten Highlight der Außenanlage der Orang-Utans. Hier sieht das jetzt vielleicht eher erstmal nach dem Gegenteil aus. Ich meine, wo sind hier die Klettermöglichkeiten? Aber dann schauen wir doch einfach mal nach oben. Die gespannten Seile führen zu 7 weiteren Masten mit Plattformen, die außerhalb des Geheges aufgestellt wurden. Das Ergebnis ist, dass die Orang-Utans hier buchstäblich über den Köpfen der Besucher an den Seilen entlang laufen.
Ein absolutes Besuchserlebnis, das eben nicht nur mich, sondern auch die Menschen um mich herum alle in ihren Bann gezogen hat. Und entsprechend frage ich mich auch schon länger, warum nicht mehr Zoos etwas Vergleichbares machen. Ich weiß, dass der Zoo in Indianapolis das nochmal eine ganze Nummer größer macht oder auch, dass in Dublin zwei Anlagenteile über den Köpfen der Besucher verbunden sind. Aber viel mehr Beispiele kenne ich halt nicht und ich frage mich ernsthaft, warum hat sich sowas nicht durchgesetzt? Es ist ja schließlich auch unfassbar platzsparend. Also wäre es ja gerade für Zoos mit wenig Platz ein prima Weg, den Orang-Utans trotzdem mehr zu bieten. Und wenn man Besuchern so gleichzeitig eben wirklich ein Highlight bieten kann, ist es doch eine Win-Win-Situation und ich frage mich, wo ist der Haken? Warum machen das nicht mehr Zoos? In jedem Fall sollte jetzt, glaube ich, klar sein, was ich damit meinte, als ich sagte, dass der Auerhahn-Stieren-Park sich auch mit ungewöhnlichen Ideen in der Gehegearchitektur abheben kann. Kombiniert man das mit einem tollen Tierbestand, mit 3 Menschenaffenarten, 4 Großbären, Großkatzen, Elefanten, Giraffen, all den Hornvögeln und vielen weiteren kleinen Raritäten und natürlich den Koalas und großen Pandas, fällt mir eine Besuchsempfehlung hier außerordentlich leicht. Vor allem, da auch die Tierhaltung insgesamt auf einem guten Niveau ist. Klar, es gibt ein paar Kritikpunkte, aber die gibt es ja meistens. Also gerade wenn ihr eben in Nordrhein-Westfalen wohnt, verabschiedet euch von dem Gedanken, dass ihr für große Pandas bis nach Berlin fahren müsst und steuert stattdessen doch einfach mal Rhenen an. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was euer Eindruck vom Auerhahn-Stieren-Park ist und wie gesagt, lasst mich wissen, welche Zoos in den Niederlanden sind allgemein eure Favoriten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben, klickt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, aktiviert gerne auch die Glocke. Und wenn ihr dann immer noch mehr sehen wollt, schaut doch mal vorbei auf patreon.com/zooerlebnis. Dort gibt es schon für kleines Geld viele, viele coole Bonusinhalte. Unter anderem gibt es dort bald auch die ersten Eindrücke meiner Tschechienreise zu sehen, bei der ich natürlich viele tolle Zoos für euch besucht habe. Und damit wird, glaube ich, auch schon klar, jeder Euro hilft, dass ich dieses Projekt hier weiterführen kann, indem ich eben genauso Reisen unternehmen kann. Und in diesem Sinne noch ein Shoutout an meine Reisebegleitung. Schaut doch mal bei Instagram bei zoofan007 vorbei. Dort werdet ihr unter anderem mit ganz vielen Zoo-News versorgt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wie immer ein ganz besonderer Dank an alle Unterstützer. Die Top-Unterstützer seht ihr hier oben eingeblendet. Und damit also Totziens. Wenn ihr wollt, sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Martin.